herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade mit dem Hänger unterwegs und zwar bin ich jetzt aktuell in Ochsenhausen. Bevor ich aber jetzt da bei Performance 61 Heiland Blechle, bevor ich da bei Performance 61 jetzt reinlaufe, wollte ich euch nur sagen, der Urs weiß Bescheid, das ist der Mitarbeiter von APO. Ich wollte ein Fahrzeug heute abholen. Ich werde beide heute angucken, die zeige ich euch beide, welche Fahrzeuge wir im Prinzip jetzt kriegen für den RS6. Aber der Urs weiß Bescheid und ich will den APO heute ein bisschen hops nehmen, indem ich einfach die Autos für schlecht befinde. Ich kenne sie ja nur grob, also in Wirklichkeit weiß ich, dass sie schon sauber sind. Aber ich tue sie dann bemängeln und scheißen auch zusammen, warum er mir so einen Schrott verkaufen will. Also der APO weiß selber nichts davon, der Mitarbeiter, der OS, der weiß was davon. Nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht, dass ihr euch dann hier wundert, warum ich den Typ zusammenscheiße. Also, ich bin auch in 500 Meter da, deswegen wollte ich es von vornherein schon sagen, dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Und APO, wenn du das siehst, tut mir leid. So, ich bin jetzt da. Ich habe dem Urs auf jeden Fall schon gesagt, dass wenn der auf mich losgeht, dass er ihn festhalten soll. Nicht, dass er mich hier aus dem Laden rausjagt oder mich verprügelt. Aber ich sehe schon hier wieder ein paar neue Autos da draußen. Ich werde heute auf jeden Fall versuchen, mehr als die zwei Autos zu kriegen. Weil ich weiß nicht. Ich denke, das ist für ihn einen besseren Deal gewesen als für mich. Oh. Was ist das? Ein C63 flexibles Paket. Ich sehe schon kommen. Es passieren keine schönen Sachen. CL. Also hier steht wieder alles heute. Ne? Die Viper hat er rausgestellt. RS3 hat er rausgestellt. Was ist das? Das ist der Kit. Viper draußen. Alter Verwalter. Also irgendwas zapfe ich ihm heute noch was ab. RS6 ist hier. Der ist bestimmt auch zum Schlachten, der Corrado. Nochmal ein RS3. Da steht, oh, der hat ihn sogar angemeldet. Der hat ihn wirklich angemeldet. Und der andere RS6 steht auch noch hier. Jetzt gucken wir mal, was da drin ist. Grüß Gott! Grüß Gott! Guck mal, jetzt schimpft er schon. Ja, warte du mal ab, wenn du hören müsstest. Oder müsstest. Entschuldigung, wir haben geschlossen ab. Ja, ich komm rein. Den neuen hat er auch hier stehen. Ey, bei dem läuft es ja richtig mit den ganzen RS6 modernen. Aber wenigstens hat er gescheite Felgen. Und du bist der Sohn von APO. Sag mal ganz ehrlich, welche Felgen sind die schönsten? Zeig auf meine. Welche ist da? Den hast du noch gar nicht bearbeitet. Da ist er. Du hast doch letztens gefragt, Moment, ich muss Schmidt heller machen. Jetzt. Du hast ja letztens gefragt, wer der Chef ist, gell? Ja. Guck, da ist er. Das ist der Chef, gell? Das ist meistens Chef, so. Ja. Den am meisten zu melden hier. Ja. Chef vom Chef. Ich bin ganz ehrlich, ich bin so aufgeregt jetzt, weil ich die Autos beim letzten Mal nicht genau angeschaut habe. Weil Spaß, so ging es mir auch. Ja, aber du hast ja perfekt, ich sehe ja schon, du hast sogar zugelassen. So. Das war so, wie du es gesagt hast. Schnellste Auto, wo ein TÜV rein und nicht raus. Ich bin aber gespannt jetzt auf die Autos von dir, weil so genau habe ich sie nicht angeguckt. Eigentlich war es ein Blindkauf. Ich bin gespannt. Da kann ich gespannt sein. Fangen wir am besten gleich mal mit dem AMK an, Alex, oder? Ja. Ich bin mal an. Übrigens, den AMK habe ich auch selber gemacht. Also, aber wenn ich von dir Auto kaufe, dann erwarte ich schon was Besseres, ehrlich gesagt. Da ich den Umbau nicht selber gemacht habe, damals gekauft habe so und verbessern wollte, und Zeit haben wir eh nicht, steht nur rum. Aber innen und so auch alles Müll. Hast du nicht mal reingeguckt? Nee. Warum lachst du jetzt? Wie deklarierst du, was verstehst du unter Müll? Guck mal innen an, die sieht so und so, also das
Also gucken wir mal schnell an, das interessiert mich. Was ist da jetzt? Müll. Er wurde ja von irgendeinem Sattler, keine Ahnung in welchem Land, gemacht. Wahrscheinlich da, wo du es auch machst. Nee, wirklich, guck mal. Also der ist schon scheiße, da muss man uns ein anderes Auto aussuchen. Also das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, dass ich so einen Müll kriege. Eine Runde Mitleid, ding, 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 ding. Warum bist du aggressiv gerade? Ich würde ihn aggressiv. Warte, du hast hier was. Das geht bei dem nicht, das geht bei dem nicht. Das juckt ihn am Arsch nicht, was ich über dem erzähle. Nee, ich hab dir gestern, ich hab dir gestern geschrieben. Ich sag dir den Grund, warum ich das mache. Nein, ich habe vorhin gesagt, dass ich dich eigentlich ein bisschen hochziehen will, aber der juckt es nicht. Nö. So auf die Art, der nächste Satz, noch einen Satz länger, dann hätte er gesagt, verpiss dich. Nee, sicher nicht. Die weiß, wer es ist. Was wolltest du sagen? Du hast mir was geschrieben wegen dem Auto. Also ich hätte die Autos nie hergeben, nie. Das weißt du auch. Mir ist wichtig, dass die Fahrzeuge in gute Hände sind, und zwar bei Menschen, bei jemandem, wo ich mag. Und das bist du, und darum auch den anderen Golf, vor allem bei dem anderen. Es geht nicht ums Geld. Das hast du auch gemerkt, ich habe dein Auto nicht mal angeschaut. Das hat mit meiner Vergangenheit was zu tun. Und das erinnert mich immer an eine Person. Mhm. Das ist mein Vater. Ja. Okay. Ich war seit Monaten nicht hinten. Das geht nicht. Das zieht mir jedes Mal zurück. Aber so ist das, kann ich sagen. Steht bei Mutlo. Weil das erinnert mich, das naja, ich verstehe das zieht dich. Mich zurück. Ich verstehe dich. Okay, das ist. Und darum auch die Einstellung, ich habe das Auto nicht mal angeschaut, da auch. Ich mir, darum habe ich gesagt, hör auf zum Rechnen, wir rechnen nicht. Das macht keinen Sinn, weil wenn man kaufmännisch rechnen, macht das keiner. Du nicht, vielleicht ich nicht, aber. Also ich glaube, beide Personen, wenn wir rechnerisch machen, wäre es nicht zustande gekommen. Nee, definitiv nicht. Weil jeder im Prinzip mehr haben wollte für seins als der andere. Nee, und vor allem, deine Ware ist nichts von der Stange, meins nichts von der Stange, also das geht nicht. Ich weiß halt, dass du jetzt den unbedingt gesucht hast oder so einen gesucht hast, dass dein Sortiment passt, bei dem etwas, was du halt vorhattest. Und für mich hat es gepasst, ich habe gesagt, ich will das Ding eigentlich verkaufen. Jeder weiß eigentlich auch, warum ich den verkaufen wollte, weil ich die Limo suche. Weißt du, ich habe einfach keine Ahnung, warum Limo von dem 411 Modell ist. Aber weißt du, was Interessante war? Ich habe das Auto schon ein paar Mal gesehen bei dir. Mhm. Das war nie das Thema. An dem Tag war das ja so ein Flop. Eigentlich wollte ich ja ein C63 Cabrio kaufen in Stuttgart. Mhm. Stimmt. Und danach zu dir. Das war ja voll der Flop. Da war der neue C63. Neue Cabrio. Da war ich sowas von enttäuscht angepisst. Da sitze ich da. Dann sage ich, weißt du was? Komm, den Deal machen wir jetzt. Dass ich einfach, weil da weiß ich, das Auto, die Autos sind bei dir gut aufbewahrt. Da kann ich sagen, guck, ich verkaufe jetzt meine gerade die ganze Fahrzeuge, wo mich an die Vergangenheit erinnern. Weil es war der Golf, das war der erste Auto, wo ich wollte, habe ich nicht bekommen. Das war die gleiche Farbe, habe ich dir erzählt. 10.000 Mark habe ich nicht bekommen, ich habe es aber nicht verstanden. Und dann kaufte er mir von BMW für 318er Zenderumbau, Silber, brutales Teil, für 17.000 Mark. Und denke, ich kriege einen Golf nicht für 10.000, wo der gesagt hat, hey, mir ging es gar nicht ums Geld, sondern um deine Sicherheit. Golf hast keine Sicherheit und BMW schon. Und das Auto habe ich nach Jahren gefunden. Für deine Sicherheit ging es. Genau, für falls meine was passiert. Sicherheit. Ja, genau. Okay. Das war seine Denkweise. Das ist eher so eine emotionale Geschichte. Ja, hier weiß ich, da weiß ich, wo die sind und das passt. Wir wollen ja da auch weitermachen im Prinzip. Das Problem war ja, dass dieses Auto einen polnischen Brief hat. Mhm. Und einen 1.8T-Umbau hat mit über 200 PS. Und die Felgen können wir auch nicht eintragen. Das sind ja bearbeitete Felgen. Im Prinzip wurde es aus einer einteiligen Mehrteile gemacht. Kennt die Leute aus der Tuning-Szene. Mhm. Aber eintragungsmäßig geht da gar nichts. Okay. Weißt du, das sind ja einteilige Felgen. Ja. Aber ich würde definitiv jemanden finden, der die haben möchte, weil viele stehen auf sowas noch. Und wir würden gerne unsere Felgen drauf machen. Auf beiden Modellen. Und einfach nochmal checken. TÜV muss sich halt Vollabnahme machen. Plus, weißt du, ob der schon mal in Deutschland gelaufen ist vorher, bevor er polnische Briefe gekriegt hat? Weil irgendwie war das so eine Regelung. Er schlagt mich nicht, wenn ich
falsch liege. 10 Jahre, nach 10 Jahren löschen sie die Daten. Wenn ein Auto nach Polen geht und wieder zurückkommt, haben sie die Daten. Da muss kein neues Datenblatt und so machen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber weiß ich, ist ja wurscht. Sehe ich aber anhand der Fragestellnummer dann beim TÜV. Also ich würde hier mal aufräumen. Auf jeden Fall. Ja. Der Kühler, das Ding kostet kein Geld. Ja, der ist ein bisschen für Franz, aber ansonsten, was mich halt wundert, an Bedienteil von der, steht da die Klimaanlage, also dass er Klima hätte, laut Bedienteil. Vielleicht ist er auch nachträglich reingekommen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall freue ich mich darauf. Ich konnte zeitlang nichts mit einem Cabrio anfangen. War nie so. Die ist nicht schön. Ja, war nicht, weil der diesen dicken Überrollbügel hat. War jetzt, und weißt du, wenn du ein Verdeck nach hinten legst, guckt sie auch so weit raus. Also nicht dieses typische Cabrio, wie beim Dreier oder Audi oder sowas. Aber mittlerweile gefallen sie mir sehr. Und ich finde die mega, die Autos haben eine Historie. Das ist unser Jugendwesen. Ja, das stimmt. Und deswegen hat der mich auch interessiert. Ich kann nur einen heute mitnehmen. Ich habe einen Hänger dabei. Und zwar, eigentlich bin ich ja direkt vom 02er, habe ich jetzt abgeliefert und bin hierher gefahren. Das sind 80 Kilometer gewesen. Ich dachte eigentlich, ihr seid näher. Wo warst du? Magdeburg? Kaufbeuren. Kaufbeuren, ja. Ja, aber ging zu fahren. Jetzt muss ich nur gucken, welchen ich mitnehme. Wie du magst. Eins bringe ich dir. Welchen soll ich mitnehmen, welchen nicht? Mutter, was du willst. Eins habe ich versprochen, lasse ich dir bringen. Dann machen wir so, dann nehme ich den schon mal mit. Damit dann ich nimm den Grauen mit. Den anderen? Bitte. Wie du willst. Ich habe nur gedacht, ich kann mich schon um TÜV kümmern und so, aber ist ja wurscht, wenn du den eine Woche später bringst. Ich lass den nächsten Monat morgen schon kommen. Also dann nehme ich einen anderen mit. Nimm den mit, also weil gut. Da hängt mir zu viel. Okay. Schon, allein wenn ich dran denke, kriege ich immer schon mein ganzes Geld. Ich weiß. Das ist auch keine einfache Geschichte. Nein, drum du ja. In Zastavia verkaufe ich die ganzen Fahrzeuge, wo mich an meinen Vater erinnern, tue ich alle weg. Ich muss loslassen, es geht nicht. Yeah. Aber mich freut es, wenn ich weiß, guck, das Auto ist bei dem, der ist bei dem. Da geht es nicht ums Geld, da geht es um eine emotionale Geschichte. Yeah. Das ist nicht ganz weg. Nee, das würde ich nicht machen. Yeah. Vorher würde ich sie vergraben, aber das nicht. Aber da weiß ich, wo die Fahrzeuge sind. Okay. Und da freue ich mich eher, nicht andersrum. Okay. Nee, gut. Geh mal rüber vielleicht. Geh mal rüber. Gibt es hier was Neues? Nee, oder? Doch ein RS6 mit geile Felgen. Ja, den haben wir ja schon gezeigt beim letzten Mal. Ja. Aber was sind das da? Pontiac? Wen gehört denn der? Der ist ein Kunde. Der hat ja vorne auch dieses Ding drin, ne? Knight Rider. Das ist komplett umgebaut, Knight Rider. Echt? Ja. Geht es mit der Apple Watch? Ich habe keine, aber ich frage. Ach du Scheiße, Ihnen auch? Komplett. Also können wir den mal anschauen? Können wir schon. Hast du Schlüssel? Der lacht. Warum lachst du? Du Osen, du darfst sprechen. Ja, mich interessiert sowas nicht. Aber ja, aber es ist schon cool. Du hast da was anderes geguckt. Wir haben früher solche Sachen angeguckt im Fernsehen mit David Hasselhoff. Ja, das ist die neue Generation. Ja, nee, keine Ahnung. Komm, die gucken mich wieder. Hast du Schlüssel? Ja, das ist innen. Sogar die Felgen sind so, gell? Fährt da was aus? Nee, ich glaube nicht mehr. Raketenwerfer oder so? Ja, auch, ja. Wie im Film. Es geht mit dem nicht. Mit Akku. Schade. Ich wollte eigentlich, dass er so ein bisschen ausrastet. Weißt du? Aber er hat so aggressiv gelacht, ne? Ja, der so, was mache ich jetzt? Ah. Wie reagiere ich jetzt? Egal, das reicht. Was ist das? Sind das Kundenfahrzeuge, der Blaue? Der Blaue ist ein Kundenfahrzeug, ja. Guck mal! Beim neuen RS6, oder gib mir die Kamera, ich tue das mal rein. Junger Vater, Apo! Kurzzeitspeicher, Langzeitspeicher, Alter Verwalter. Da wird's aber dem Beifahrer nicht mehr langweilig hier drin. Nee, jetzt, wenn du jetzt da drauf bleibst, ja. Dann bleib mal drauf. Sekunde. Was machst du dann? Krass. Das habt ihr jetzt reingemacht? Ja. Der verarscht mich die ganze Zeit. Nein, wirklich, das gibt's dann bei Audi nicht. Kannst nicht kaufen. Ich sag bei dem Ferrari, was war das für einer, wo wir gehabt haben? Tributo. Tributo. Habe ich das gesehen, denke ich, wie wir das umgelegt haben. Und wenn
ich den Knopf andrücke, denke ich, du hast von zu Hause, weil der Bosch draufsteht, von der, genau, von der Waschmaschine ausgebaut, das Ding, Display. Geil, ja. Was kostet das Ding für Kunden? Ich glaube, da kommt jeder Zweite her. Ja, da sind wir noch dabei, mal gucken. Da müssen wir ein paar Sachen entwickeln, wegen Logo und so. Sag eine Zahl. Ich sage 100 Euro. Nee. Plus 100 Euro drauf, ja, nee. Ich kann es nicht sagen. Aber okay, aber die können dir E-Mail schreiben. Das können sie machen, aber wird schon über 1000 liegen. 15, ja, aber ganz ehrlich. Das ist geil. Mega. Ich habe ja bei mir auch so Schlachtfahrzeuge draußen stehen, ne? Das sind keine Schlachtfahrzeuge. Nicht? Weil, wollte ich sagen, bei deinem Level ist eher sowas Schlachtfahrzeug. Bei mir steht E36 Audi 80. Was sind das für Fahrzeuge? Kundenfahrzeuge? Der kriegt einen neuen Motor. Der hier. Neuer Motor. Der hier, der hier, der hier. Der auch. Der wird alle, auch alle. Eigentlich alle neue Motor. Alle kriegen neue Motor. Was dann auch? Ich will in Dubai Luxus. Warum hat denn der Motor Schadeket? Der RS6. Ja, ganz normal. Bekanntes Problem, direkt hässlich. Ja. So, wir stehen vor dem zweiten Auto. Gut. Also ich habe den minimal ein bisschen anders. Weiß nicht, also wenn ich jetzt davor stehe, gefällt mir. Ja, glaub, der ist ja da hinten weggestanden, hast du nicht genau anschauen. Wahrscheinlich, ja. Der ist Hammer. Total. Bevor wir jetzt was groß zeigen, springen wir mal zuerst in so einen AMK rein, in den Golf. Wir haben jetzt auch schon die Papiere gesehen, ist ein 1,8er Sauger, aber komplett bearbeitet. Da ist sogar noch vom Maha so ein Prüfstandsbericht dran mit 140 PS. Das ist geil. In Deutsch. Weißt du, was das Geile ist? Wenn eine Kontrolle reinkommt, haben sie Waffe dabei oder irgendwas? Nein, habe ich nicht. Nur das Ding da. Siehst du das Ding raus? Cool, gell? Was noch krasser ist, da sieht man es, so ein bisschen schlecht zu sehen, dass der untenrum auch chrom ist, ne? Genau, die ganze Achsteile sind schon hier. Okay. Ja, das halte ich nachher mal nochmal. Und du mal einschlagen schnell bitte, das sieht man. Der hat ja extra einen Spiegel eigentlich für unten. Das war halt auch ihn, ne? Früher. Was heute eigentlich nicht mehr machst am Einzelgolf. Ja, nee. Weißt du, die Türgriffe. Okay. Nix? Ja, ja. Sogar die Antriebswelle. Dann muss man mal bei uns mal in Ruhe mal angucken von unten. Sogar die Bremssattel, ja. Mhm. Das sind wahrscheinlich so Sachen, dass man das für Chrom, sagst du, ne? Genau. Weil wenn die jetzt wirklich einen Steinschlag abbringen, dann rosten sie. Wahrscheinlich, ja. Gut. Wieso sollen sie aber rosten, wenn du im Winter fährst? Normal nicht. Aber wir können ja mal gucken, immer vielleicht finden wir so, ja, Folierung oder fertig. Genau, so Versiegelung, durchsichtiges Wachs. Wir haben es letztens erst über den Ding gehabt hier, gell? Über diesen Einarmwischer. Mhm. Alte, gute Tuning. Da ist ja die ganze Tuning auch geändert, gell? Die Räder sind auch, also ist alles eingetragen, soweit ich jetzt noch weiß. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, gut, das passt jetzt zu dem Auto, dass er die Originalausstattung jetzt nicht hat. Mhm. Aber zu diesem Umbau, wie es damals war, da passt das natürlich wieder. Ja. Ne? Mit Königssitze. Na, ist schon geil. Oh, guck mal, das habe ich noch auch nicht gesehen vorher. Guck mal, hier alles Carbon. Ich weiß nicht, ob man das im Ding sieht. Aber ist das Folie? Nein, das ist Butter. Nee. Und natürlich hinten der Ausbau. Hinten kriegst du nicht auf, du musst von. Ach so, mit dem. Ja, sind Griffe über Elektrik. Ach so, musst du da mit dem Ding machen? Genau, hier, anwaschen. Ja, okay.
Auf jeden Fall ist eine fette Anlage. Funktioniert die Anlage? Ja. Echt? Haben wir schon probiert. Poliert. Der haut sich schön. Die haut schön raus. Mega. Vor allem, wenn man jetzt heute überlegt, was so schwarze Rückleuchten kosten. Ne? Ist auf jeden Fall ein 83er Baujahr. Auch ein Original GT, bloß ja. mit 82 kW. Was sind das? 105 PS? Warte mal, muss ich mal rechnen. 82 kW. 82, ach, Entschuldigung. 111 PS. 111 PS. Und das ein Saugertuning dann auf 140 PS. Genau. Was glaubst du, was es heute kostet? 115 PS auf 140 PS Sauger. Jetzt beim 1,8er. Heute legst du eine 10 Mille hinter. Minimum. Da ist ein Kopf gearbeitet, ein Sauger, da kann ich eh nicht viel machen. Ja, da auch Hardware ran. Der müsste theoretisch auch besser wie ein 16V laufen jetzt. Genau. Wie ein Zweier, was? Der hat ja sogar vom Diesel Anlasser drin, dass der Motor sich drehen kann, weil der Verdichtung ja so verengt ist. Deswegen hast du einen Dieselstil vorne dran. Genau. Wegen dem Anlasser. Und auch innen alles beledert. Ja. Ja, mega. Mega. Wir haben es gerade vorhin schon drin gehabt. Dir bedeutet das Auto ja viel. Da brauchst du aber keine Sorgen machen, weil ich wollte da auch vielleicht ein bisschen was weitermachen mit meinem Sohn. Und daher. Nee, die Historie passt dann. Das war ja das Wichtigste für mich. Und da wurde mir jetzt die Story erzählt, hast du mit deinem Sohn, dass sie ihm. Also dann passt das richtig. Dann hat das Fahrzeug eine Historie, wo emotional natürlich unbezahlbar ist. Ja. Und die Aufkleber lasse ich vorerst auf jeden Fall mal alle drauf. Das ist dein Auto, kannst du. Ja, aber trotzdem lassen wir sie mal drauf. Ja. Weil die Farbe und so, das bleibt alles so, wie es ist. Dass das aber damals so eingetragen kriegt, das nicht. Also wenn man mal hier guckt, sowas wäre heute nicht mehr möglich. Du gehst von der Mitte, obwohl, warte mal, von der Mitte 15 cm hoch und dann die Linie, dürfte das hier nicht rauskommen. Aber das Geile ist, wenn es eingetragen ist, ist es eingetragen. Ist Bestandsschutz, fertig aus Arme. Genau. Und solange er nicht schleift, kann auch niemand was sagen. Mhm. Aber das Ding wird schon ein Dorn im Auge bei uns in Heilbronn. Das glaube ich. Okay, ist ja alles eingetragen. Ja, bei den Freundlichen. Ne? Ja. Aber da freue ich mich. Ich kann es ganz stolz. Papiere vorliegen. So ein Beich. Drei Scheine. Nee, freue ich mich drauf. Aber das Einzige, was auf jeden Fall gleich raus muss, ist das Fahrwerk. Wegen? Ja, mit diesem Conny-Dinger kannst du nicht fahren. Ja gut, das ist hart. Also als 18-Jähriger, 20-Jähriger, ja. Aber wenn, ja, dann ist mein Leber hier morgen, mein Herz ist da unten. Das ist wahr. Ja. Deshalb. Nee, top. Mega. Und den lässt du dann zukommen. Ich nehme heute ein Cabrio mit. Das ist mir recht, genau. Weil wenn das Auto geht, will ich nicht da sein. Ich soll den einfach Hänger einladen. Okay. Und die Lippe ist auch Eigenbau, gell? Die war dran. Die war dran. Ist aber auch Eigenbau. Wahrscheinlich, ja. Weil der hat ja nur diese dünne Lippe vorher. Genau. Die hier aufhört, weißt du? Die hört ja hier auf. Aber wobei die gar nicht so schlecht kommt. Auch mit dem Chrom. Obwohl ich kein Freund von Chrom bin. Mega. Das ist halt das, was damals war, ne? Wörthersee. Damit warst du der King. Auch weiß ich. Hast du drüben was Schönes Neues? Das stimmt. Oh je, das sieht so schön aus. Ich habe nämlich von außen mal vorbeilaufen einen Stern gesehen. Stern? Schwarz. Ein 190er, ja. Was ist das für eine? Nichts für uns. Lass mich das entscheiden. So, fertig für heute. Machen wir das. Apo, Filastro, wir machen doch jetzt Disco. Disco? Okay. Wir machen jetzt hier ein bisschen Disco. Machen wir Disco. Also. Allein. Wir sehen uns, hören uns. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch was und dir auch. Ich dich auch. Aber ich glaube, das ist nicht das letzte Mal, dass wir ihn sehen. Also in der Hinsicht, wir machen jetzt hier ein bisschen Disco-Musik. Also, genau. Ciao. Ciao.